Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Bassmaster Fishing 2022, die neue Angelsimulation von Dovetail Fishing, den Machern von Fishing Simworld und The Catch und Eurofishing. Diesmal mit einem Only Raubfisch Simulator. Also es gibt hier, kann ich euch gleich mal zeigen, ich glaube hier war das drin, genau, das sind die legendären Fische. Hier, das sind jetzt die Fische, die ihr hier angeln könnt. Sonnenbarsch, Katzenwels, Bachforelle, Kettenhecht, Gabelwelt, Silberlachs, also die Fische sehen auch wirklich wieder sehr, sehr schick aus. Vielen Dank nochmal an der Stelle an Dovetail Fishing für die Bereitstellung. Königslachs, Flachkopfwelt, Süßwassertrommler. Wusste gar nicht, dass Süßwassertrommler ein Raubfisch ist, wusste ich jetzt nicht. Gemeiner Knochenhecht, Forellenbarsch, Muskelunge, europäischer Hecht, Regenbogenforelle, sieht auch sehr, sehr hübsch aus, finde ich. Kürbiskernbarsch, Schwarzbarsch, gepunkteter Barsch, Tigermuskelunge, Felsenbarsch, Glasaugenbarsch, das ist eigentlich ein Zander, also wir hatten das mal gegoogelt, der wird da halt nur anders genannt. Weißbarsch, amerikanischer Flussbarsch, weißer Kreppi. So, also der Karrieremodus würde ich euch vorher raten, bevor ihr den Karrieremodus spielt, dass ihr erstmal hier separat die Gewässer antestet, weil hier im Karrieremodus muss man hier gleich am Anfang, sieht man jetzt hier gar nicht so einfach, gibt es halt auch zwei gezielte Fische. Und ich würde erstmal, ja, ihr könnt natürlich den Karrieremodus mal anfangen zu spielen, aber ihr müsst halt diese zwei gezielten Fische fangen, damit, ich kann mal hier rauf gehen, aber man sieht hier auch nichts weiter, ne? Wenn ich jetzt noch einen weiter, doch hier sieht man das. Warte mal. Ja, okay, hier kann man noch üben. Okay, hier könnte man noch üben. Aber ich würde halt wirklich erstmal hier die normalen Angelorte durchgehen. Hier könnt ihr auch den See auswählen. Seht auch, welche Fische ihr hier drin habt in dem Gewässer. Die gemeine Knochenhecht ist hier noch. Toledo. Ich würde vielleicht auch sogar mit Toledo anfangen. Ja. Also das ist Punkte der Barsch. Hier den Köder, den habe ich mir sogar schon geholt. Da steht nämlich unten rechts jetzt Profi-Tipp. Muss man halt mal gucken, ne? Und man kann hier wieder seine Ausrüstung anpassen. Warte, das war es nicht. Warte mal. Startseite. Hier Manage. Hier war das, genau. Und hier könnt ihr eure Ausrüstung, Verladung heißt das hier. Habe ich jetzt schon mal bei mir angepasst. Hier ist der Fire Tiger zum Beispiel drin. Also ich war damit auf jeden Fall noch nicht so erfolgreich. Mein erfolgreichster Köder war bisher immer noch der hier, der halt von Standard Anfang an mit drin ist. Der war bei mir auf jeden Fall am erfolgreichsten. Hier könnt ihr auch zum Beispiel dann mit Dropshot-Montage, wenn ihr mehr in der Tiefe angeln wollt, dann sinkt das halt schneller runter. Mit Gummifisch geht das dann aber nur, ne? Geht halt wirklich nur... Warte. Hier könnt ihr nur die Gummiköder auswählen. Vier Stück habt ihr am Anfang. Ja, und wie gesagt, gucken wir dann mal. Dann gibt es noch den Online-Modus. Ich guck gerade mal, ob da... Ah, ist schon was online. Okay, also hier könnt ihr zum Beispiel mit euren Freunden... Das sind dedizierte Server. Ihr könnt mit euren Freunden zusammenspielen mit 25 Leuten. Und es gibt einen Royal-Modus. Ja, so eine Art... ja, so ein bisschen wie PUBG Battle Royale. Ne? Hier zum Beispiel auch Forellenbarsch, gepunkteter Barsch. Wenn ich jetzt Warteschlange beitreten mache... Okay, jetzt sind wir direkt im Battle Royale Modus, Leute. Ich hab's noch nicht bisher gespielt. Keine Ahnung. Alles klar. Ich bin gespannt. Geht direkt los, ey. Eliminierung 10 Minuten, 20, 30 und dann 40 bleibt einer übrig. Bin gespannt, ey. Bin gespannt. So, mit RT könnt ihr hier... Also ich spiele jetzt gerade mit dem Xbox-Controller. Oha. Ja, ich... Oha. Noch ein bisschen Delay. So, hier fliegen die ersten dann schon mal raus. In den ersten 10 Minuten. Guck mir jetzt gerade mal hier die Karte an. So, hier war die Karte. Wo fahren wir da jetzt hin? Das ist jetzt die Frage, ne? Weil hier die Karte, weiß ich gar nicht. Die habe ich noch nicht gespielt. Ich fahre mal da zu dem Einlauf. Jetzt sieht man auch, wo die anderen Leute stehen. Das ist natürlich interessant, ne? Das ist natürlich... Wir könnten hier mal bei so einer Einbuchtung stehen bleiben.
wollte da oben die Einbuchtung nehmen. Da, wo jetzt das N ist. Da sieht er auch den Sonar. Und die anderen, der eine fährt auch schon lang. Der kommt direkt auf mich zu. Bisher hat auch noch keiner was gefangen. Der kommt direkt auf mich zu jetzt. Na, fährt er da auch hin? Oder wir bleiben hier an der tiefen Stelle. Geht das jetzt, egal welcher Fisch? Ah ne, gepunkteter und Forellenbarsch. Ne? Guck mal, der fährt direkt runter jetzt. Der kennt sich aus. Der kennt sich aus. Also, wie gesagt, es ist auch plattformübergreifender Multiplayer. Ne? Hier war jetzt kein Fisch zu sehen, warte mal. Hier sind wieder Fische. Ja, hier bleiben wir stehen. Und jetzt könnt ihr halt hier mit X. Und jetzt, also ich spiele es wie gesagt auf PC Steam mit LT. Könnt ihr jetzt die Route so halten und dann mit RT könnt ihr auswerfen. Ihr könnt das auch mit totaler Fischkontrolle machen. Also ihr könnt hier auch anders auswerfen. So, jetzt kommt hier die Unterwasserkamera. Ah ja, ich habe Dropshot noch dran. Eieiei. Ich habe hier Dropshot noch dran. Ob da jetzt was drauf geht. Hier mit dem linken Stick reindrücken, könnt ihr die Kameraperspektive wechseln. Aber ich finde es immer ganz interessant, wann ihr bis dann kurz vorher vielleicht sieht. Das ist jetzt Dropshot, da müssen wir gleich nochmal den Köder wechseln. Das ist jetzt, glaube ich, auch hier ein bisschen flach dafür. 1,5 Meter. Da wird nichts beißen. Warte mal. Meter noch. Warte mal, ich nehme mal eine andere Montage. Und wir hier wechseln. Hier, den wollte ich noch. Das hier ist aber sehr, sehr flach. Muss ich mal hier hin. Wie gesagt, das Sonar gibt halt so die ersten Anhaltspunkte, wo hier halt Fische sein können. So, den lassen wir jetzt mal absinken. 3,4 Meter. Und ich hole jetzt zum Beispiel mit LT, kurbel ich jetzt ein. Und hier mit RB könnt ihr hier die, das ist die Geschwindigkeit. Und das hier mit hoch und runter, das ist hier die Bremse. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir jetzt hier einen Hänger kriegen, weil hier unten bei dem Schilf, da hängen die manchmal auch ein bisschen. Also da kriegt man, ja, einen Hänger halt. Manchmal ist es auch ganz gut, einfach die Route liegen zu lassen, wenn man dann hier Fische in der Nähe hat. Also ich kurbel jetzt so langsam wie möglich. Wenn ich jetzt mit RB hochschalte, ist halt die Geschwindigkeit. Also es ist halt so schnell. Oh, da ist ein Fisch. Na komm, beiß. Der ist nicht schlecht. Der war schon nicht schlecht von der Größe. Das wäre auch, glaube ich, ein Zierfisch gewesen. Aber wir brauchen jetzt Forellenbarsch oder Punkte der Barsch. Ja, hier ist nichts, ne? Oh, ja. Ach, verhakt. Ist verhakt. Jetzt müssen wir Spannung ein bisschen aufbauen, bis in den grünen Bereich. Warte, ich versuche bis in den grünen Bereich jetzt. Er kommt nicht höher. Müssen wir schneller einkurbeln. Ah ja, jetzt kriegen wir. Nein, 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 nicht rein. Na, schon. Das war zu stark. Nochmal machen. Ah, der Köder ist noch da, ne? Oh ja. Den Köder verliert man nicht. Den muss man sich halt hier mit den Punkten hier halt verdienen. Ne, Köder ist noch da. Sehr gut. Aber immer noch, keiner hat einen Fisch gefangen. Obwohl unter mir war schon ein großer zu sehen. Und ich glaube, das war auch ein Zierfisch. Schön Battle Royale hier. Oha. 36 Minuten. War es mal, hat noch keiner, aber keiner einen Fisch hat, ne? Siehst du, jetzt haben wir die Geschwindigkeit ein bisschen zu hoch gemacht. Ist natürlich immer gefährlich mit den Hängen. Da, Süßwassertrommel, ich krieg die Krise. Weil der zählt nicht. Der zählt nicht. Da kommt eine. Ich warte jetzt. Ah, der hat gebissen. Nein, 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 nein. Oh Gott, Alter, der ist richtig stark. Alter! Oh Gott, mach die Bremse runter. Der ist richtig stark. Der Haken rutscht. Haken rutscht. Oh Gott. Oh Gott. Alter Verwalter. Junge, der ist richtig, richtig stark. Alter, jetzt müssen wir mit der Bremse halt rumspielen. Der orange Balken, der darf halt nicht weggehen. Wenn der aufgebraucht ist, dann war es das mit dem Fisch. Dann ist er weg. Also entweder zu wenig Spannung oder zu viel Spannung. Ist beides nicht gut. Er kommt 11 Meter. Der ist richtig stark. Der ist richtig stark. Jetzt müssen wir die Bremse wieder ein bisschen höher. Müssen wir gleich wieder runter machen. Ah, aber der kommt noch nicht, oder? Jetzt Landungschance. Oh Gott. Jetzt schwimmt der wieder weg. Jetzt schwimmt der wieder weg. Oh Gott. Weil wir haben halt hier nur 3 Kilo Equipment. Das hat noch das Start-Equipment.
Das mit der langen Chance finde ich auch nicht schlecht, da muss man aber sehr genau tippen. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Bremse hoch, Bremse hoch. Bremse hoch, Bremse hoch. Hallo, Kescher den doch. Oh Gott. Na, du Kescher den doch. Oh, ich krieg den nicht gecashert. Oh, ist das schwer. Kescher den doch jetzt. Jetzt haben wir den. Ah, Alter, Alter. Was ist das? Das ist ein Weißbarsch, der zählt nicht, ne? Das ist, glaube ich, ein großer Weißbarsch. Felsenbarsch. Oh, der zählt nicht. Nein. 10 Kilo. Ah, hör doch mal auf. Der zählt leider nicht. Ah. Wir könnten gleich auch nochmal den Fire Tiger probieren. Den Köder hier für die gepunkteten Barsche. Der soll halt am besten für gepunktete Barsche sein. Also ich sah mir doch schon mal einen schönen Fisch jetzt. Und die müsste halt den rechten Stick nach hinten ziehen, um anzuschlagen. Ja, er wechselt da dann in die Außenperspektive. Da hat er auf dem Felsen Barsch gefangen. Ah, hör doch mal auf. Gucken, ob da jetzt was kommt. Bremse müssen wir runter machen. Weil wir haben ja so ein schwaches Equipment. Oh, Alter. Verhakt, ne? Jetzt verhakt. Okay, warte. Wir müssen vorsichtig. Der Grüne, der muss grün. Der muss grün. Der muss lange Zeit grün bleiben. Damit er ins Schloss geht. Ich mach mal die Bremse runter. Geht er gleich ins Schloss rein? Muss halt mit der Bremse ein bisschen spielen. Haben wir jetzt? Haben wir jetzt, ne? Das war's, ja. Ich gucke mal schnell rein. Er ist halt immer gefährlich hier mit dem Schilf. Wenn es unter Wasser da Hänge gibt. Aber da sind halt auch die besten Fische, ne? Wird auch im Tutorial erklärt. Das quasi da halt auch dann Felsenbarsch. Der eine hier, der B-Chef, der hat jetzt einen Fisch gefangen. Also man muss nicht komplett absinken, aber ich habe halt auch mehr Erfolge gehabt, wenn ich ihn hab hier unten absinken lassen. Ich kann dann mal hier schneller, dass wir ein bisschen stopp. Oh, schon wieder ein Hänger, Alter. Hier ist echt blöd, ne? Müssen wir woanders hinfahren. Der muss zum Schloss. Komm, geh zum Schloss. Ah, oh, jetzt haben wir wieder. Wir haben sie wieder runter. Ja, wir fahren aber woanders hin. Das ist hier. Bisschen zu viele Hänge. Ja, warte, müssen hier. Ein bisschen. Ja. So, wir fahren jetzt weiter. Wo sind die anderen auf der Karte? Sind alle am Ende da hinten. Mich mal interessieren, welche Köder die benutzen, ne? Ich fahr jetzt hier mal zu der tiefen Stelle. Hier mal gucken. Man kann das Boot hier auch noch ein bisschen steuern. Wenn ihr zum Beispiel einen Riesenfisch dran habt, dann müsst ihr hier beim Auswerfen, kann ich euch gleich mal zeigen, hat er jetzt die gleiche Route wieder? Ne, jetzt hat er wieder den Dropshot. Jetzt wieder Dropshot, den Gummiköder. Da könnt ihr hier mit A, hier A gedrückt halten, könnt ihr hier zum Beispiel das Boot steuern. Vor, zurück, links, rechts und so weiter. 7 Meter jetzt. Oh, das schneller machen. Ich weiß auch nicht, ob man später noch weiter auswerfen kann, da der nächste fliegt, ich fliege gleich raus hier, glaube ich. Da müssen wir den Köder wechseln. Warte mal. Mit denen wollte ich. Aber der 10-Kilo-Dreh war schon ganz gut. Boah, was war das? Ah, jetzt fliege ich raus, oder was? Ich bin jetzt Nummer 4, also das haut er auch nicht hin, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, die sind beide unten. Wir können da gerne nochmal hinfahren. Vielleicht ist da wirklich bessere Bissfrequenz. Wir können da gerne nochmal hinfahren. Weil hier ist wirklich. Hier ist das Katastrophe hier. Fahren wir mal hier unten hin, wo die anderen stehen.
Also dem Sonar traue ich nicht mehr. Da sind beide noch da hinten. Die angeln alle ein bisschen mehr im flacheren Gewässer. Alle sind noch weiter hinten. Aber eigentlich wäre es ja auch Blödsinn, dass man wirklich da bestimmte Stellen bei dieser riesen Wasserfläche müsste man eigentlich überall was fangen, ne? Würde ich sagen, oder? Da sehen wir doch den Spieler schon. Da stelle ich mich mal direkt daneben, Alter. Guten Tag. Guten Tag. Wir bleiben mal stehen. Jetzt fährt er weg, Alter. Kriegt die Krise. Hier scheint das Sonar aber richtig durchzudrehen, ne? Hier ist ja Sonaro hier, ne? Guckt ihr mal an, was ist denn das hier, Alter? Wieso treten das Sonar hier so durch? Guckt euch mal die ganzen Fische an. Ach, jetzt haben wir wieder die Dropshot-Montage. Hier ist ja alles voll. Alter Verwalter. Was ist denn hier los? Ist ja alles voll hier. Ich muss erstmal gleich die Köder wechseln hier. Alter. Alter, das Sonar dreht richtig durch. Ich glaube, Sonnenstellen sind natürlich gut, ne? Was ist das? Ach, lol. Fisch schon wieder gebissen. Lol. Ach, lol. Der hat jetzt echt gebissen. Warte mal. Ich wechsle mal kurz. Mach mal den Fire Tiger ran. Jetzt bin ich mal gespannt. Eieiei. Hier ist ja richtig viel los. Ja, so kann man natürlich auch ein Gewässer erforschen, ne? Einfach Battle Royale anmachen. Und gucken, wo die anderen stehen, ne? Das ist natürlich, denn cool. Ist ja alles voller Fische. Hör mir doch mal auf. Und wieder Untergrund. Nochmal zweifach. Jetzt haben wir den Fire Tiger hier. Ich bin gespannt, ob jetzt was beißt. Den einen Fisch habe ich eben auch nicht gesehen. Also, bald die Kamera wechselt. Da, oh, der wäre gut gewesen. Das war ein Zander. Das war, glaube ich, ein Glasaugenbarsch. Kommt bestimmt gleich der nächste. Alter, was... Ah! Oha! Spannung, Spannung, Spannung. Oh Gott, was ist das denn? Also der Einschlag ist immer geil. Der Einschlag ist richtig geil, wenn man dann... Alles gut, wir sind noch im grünen Bereich. Er kommt schon, er kommt schon, er kommt schon. Oh Gott. Ah, komm, den cachern wir so, oder? Ah, jetzt kommt wieder hier das mit der Landungschance. Jetzt haben wir es gekriegt. Alter, was war das? Was ist das? Ein Forellenbarsch? Ist das ein Forellenbarsch? Sieht so aus, ne? Ja! Wie geil! Mega! Mega! Wir sind Platz 3. Mega! Gleich geht's weiter hier. Oh, ey. Danke, Daddy Banks. Thank you, Daddy Banks. Thank you very much for this awesome spot. Also hat das Sonar doch was zu bedeuten. Man muss halt bloß so eine Stelle finden, wo so viele Fische angezeigt werden. Und dann fängt man auch. Man muss halt nur wirklich richtig fängigen. Da hinten ist auch schon. Oh Gott. Alter, ist das hier alles? Ist alles voll, ne? Ist alles voll. Komm, nochmal ein Forellenbarsch hier. Der eine wird sich jetzt auch denken, warum sind die alle drei da unten? Aber er wird bestimmt auch gleich runterkommen. Der vierte Spieler hier.
bisschen langsamer. Da hinten kommt er auch schon. Da, der beißt doch gleich. Ah, der wollte gerade. Jetzt ist er weg, ne? Muss halt sofort anschlagen. Sobald die Kamera wechselt, müsst ihr direkt anschlagen. Da kommt er jetzt. Ah, der wollte gerade schon wieder. Ich lasse ihn mal treiben jetzt. Das ist aber, glaube ich, kein Zielfisch. Ja, es ist halt immer schwierig, ne? Den richtigen Moment abzupassen, dass der Fisch beißen kann. Ja, zweifach. Da hat er wieder einen Forellenbarsch. Hier, der B-Ship, der fängt richtig gut. Aber der Spot ist mega hier, wo Daddy stand. Der B-Ship scheint auch einen richtig guten Spot zu haben, unten auf der Karte. Ja, da heißt das wirklich die ganze Karte abfahren, ne? Also wirklich... Oh! Oha, oha. Das ist aber ein kleinerer Fisch. Der ist kleiner. Aber vielleicht ein gepunkteter. Oder? Ah, den haben wir doch gleich hier. Haken rutscht. Aber trotzdem. Ach, wieder ein Weißbarsch, ja. Hier ist auf jeden Fall Frequenz. Also einfach mal das ganze gesamte Gewässer erkunden. Die sind auch teilweise an der Oberfläche, ne? Also hier sieht es jetzt zwar so aus, als wenn die tiefer sind. Aber die sind da. Ah, was war das für ein Barsch? Das war wieder ein Forellenbarsch, ne? Kommt der nochmal? Kommt der nochmal? Weiß nicht, ob er nochmal Angriff macht. Vielleicht kommt noch eine andere. Wird hier auch gar nicht so schnell durchziehen, um ehrlich zu sein. Das sind aber wieder diese Weißbarsche oder diese Felsenbarsche. Da. Oha. Spannung geht hoch. Wieder Keschern hier. Oh, oh Gott. Wieder hoch. Mal sehen, was das jetzt ist. Na komm. Jetzt wird gleich wieder aussortiert hier. 7 Sekunden noch. Na komm, kescher den. Ah, ich bin noch über da. Jetzt sind wir nur zu dritt, glaube ich, ne? Jetzt sind noch die Best of Three. Was ist es? Was ist es? Das ist wie ein Glasaugenbarsch, ein Zander halt, ne? Sieht aber schon nice aus, ne? Was ist hier? Sieht schon nice aus. Jetzt haben wir hier alles aus. Ja, Glasaugenbarsch, dachte ich mir schon. Der, die hat auch nichts mehr gefangen. B-Ship, oder? Junge, der hat schon wieder einen Forellenbarsch. Ah, hör auf. Er hat die perfekte Forellenbarschstelle da, ey. Boah, da unten sind nur große Fische. Das könnten alles Forellenbarsche sein. Gepunkt. Oh. Oh. Schade. Ich hab nichts gemacht, ne? Der wollte einfach nicht beißen. Vielleicht kommt er nochmal. Da. Ein Kürbiskern. Das. Ah. Ah. Kommt. Beißt. Der Boden. So, letzten 8 Minuten laufen. Oh! Oha, was ist das? Eieieiei. Ah, der ist nicht so groß. Alter, hallo, kurbel doch. Kurbel doch. Alter, was ist denn mit dem? Das ist ein Babyfisch. Lol, jetzt muss ich hier wieder. Yes. Haben wir gecashert. Was ist das? Ah, es ist. Was ist das? Forellenbarsch? Ne. Ein gepunkteter. Sehr, sehr schön. Jetzt sind wir Platz 2, Leute.
Platz 2. Nice. Ich war schon mal nicht mehr letzter. Danke, Daddy. Haben wir Daddy sogar überholt. Ja, wir haben jetzt halt auch den Top-Köder hier für die Gepunkteten, ne? Ich meine, die Gepunkteten, ich glaube, die sind häufig auf jeden Fall. Forellenbarsch ist natürlich immer super, wenn der beißt. Weil der hat deutlich... Ah, das war aber eh der Falsche. Alles voller Fische. Jetzt habt ihr auf jeden Fall mal einen Tipp, wie ihr die Gewässer erkunden könnt. Das könnte ein Forellenbarsch sein. Das könnte ein Forellenbarsch sein. Der sah nicht aus wie so ein Flussbarsch oder so. Oh, verkackt, verkackt, verkackt. Jetzt haben wir den. Ist das ein Flussbarsch oder ist das ein... Was ist das? Weißbarsch schon wieder das? Oh, gepunktete, nice. Sah halt ein bisschen anders aus, aber ich glaube Platz 1 wird schwierig. Platz 1 mit 15 Kilo, das wird schwierig. Ach, siehst du, er kommt schon, guck mal, er nähert sich unser Spot. Daddy will nochmal aufholen hier die letzten 6 Minuten. Er will nochmal aufholen. Siehst du, direkt, oh, Wels. Den wollen wir jetzt nicht. Direkt Daddy wieder zurückgeholt an seinen Spot. Welcome back, Daddy. Good luck. Ah, der wollte auch gerade beißen. Ah, den da oben, der wäre gut. Den brauchen wir. Den brauchen wir. Eine geile Stelle, ey. Guck gleich mal, ob das wirklich Daddy ist, der neben uns steht. Mal mit der Kamera umgucken. Wir haben jetzt wirklich gute Bisse jetzt, ne? Jetzt läuft's, ne? So nah sei Dank. So nah sei Dank, ey. Jetzt haben wir ihn gleich wieder am Boot. Also Köder scheint auf jeden Fall auch für die Gepunkteten zu laufen. Also lag es halt wirklich einfach nur an der Stelle. So, ich gucke jetzt erstmal, warte mal. Ne, brech ab hier. Wo ist das Daddy hier neben uns? Ah, ich sehe es halt nicht, ne? Ich weiß nicht, ob das Daddy ist. Ich glaube, der Royal-Modus spielt auch immer wieder an anderen Gewässern. Ich glaube nicht, dass das immer das gleiche Gewässer ist. Das heißt, man müsste halt wirklich das Gewässer erkunden, ne? Entweder weiß man, kennt das Gewässer schon, hat das vorher schon mal beangelt. Dass man halt die Stellen weiß und direkt zum Ziel fährt, ne? Aber Platz 2, damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Nächstes Mal direkt Platz 1, oder? Jetzt können wir auch die normalen Turniere endlich spielen. Muss halt bloß die Gewässer vorher ein bisschen erkunden. Wir können ja vorher üben. Ja, oder wir gehen einfach in die Karrieremodus rein, fahren die Dinger ab, gucken, wo die meisten Fische im Sonar sind und da angeln wir dann halt, ne? Also, das ist ja, also da braucht man ja auch nicht üben jetzt unbedingt. Oh, da kommt was. Oh, der wäre gut gewesen. Oh, der hat gebissen. Alter. Jetzt kommt der Fisch meines Lebens. Fisch meines Lebens, Leute. Junge, da ging der Balken aber gleich mal die Hälfte runter. Ich muss halt nur aufpassen, dass wir den jetzt hier cachern können. Ich muss halt dann immer aufhören zu kurbeln, wenn ich den cachern will. Ist ja auch normal, ne? Geht ja auch nicht anders. Man hat ja nur 2 Hände. Ah, der kämpft jetzt aber noch eine Weile hier. Jetzt kommt er. Kommt er Richtung Boot. 10 Meter, 9 Meter. Jetzt könnten wir, glaube ich, cachern. Ah, verkackt. Nochmal. Ah, Mist. Jetzt kämpft er nochmal.
Jetzt so. Ah. Wieder weg. Ah, das ist echt schwer, ey. Das ist echt schwer. Jetzt haben wir ihn aber. Oh. Junge, Junge, Junge. Jetzt haben wir ihn. Eieiei. Ach, der falsche Fisch, oder? Der zählt nicht. Ist ein Weißbarsch oder Felsenbarsch? Ah, wie der Felsenbarsch. Ach, come on, ey. Der wäre jetzt gut gewesen. Ich glaube, Daddy fängt nämlich jetzt auch gleich noch ein paar Fische hier. Da, Daddy fährt schon weiter. Nee, das ist der zweite. Lol, da ist noch ein... Da, jetzt sind wir zu dritt. Ja, alle Stelle. Ich krieg die Krise, Alter. Ha! Jetzt sind alle da. Jetzt holen die doch auf. Pass auf jetzt. Die letzten Minuten. Daddy hat's rausgefunden. Ich meine, der B-Ship fängt auch richtig gut, ne? Mal schauen. Da hinten kommt was. Aber der weiß auch nicht. Oh, jetzt. Oh, das war... Oh, der wäre gut gewesen, Leute. Der wäre gut gewesen. Der wäre... Oh, jetzt kommt was. Hat aber nicht gebissen. Soll einfach verschwunden. Den richtigen Spot finden dank Battle Royale. Beste Leben. Wirklich beste. Jetzt hat das Spiel. Jetzt hat das Leben wieder einen Sinn. Ne? Eine Minute noch. Ja, die hat noch keinen Zielfisch gefangen. Den anderen sehe ich jetzt gar nicht, wie viel Kilo der hat. Müsste mal in die Rangliste gucken. Hat der schon irgendwas? Der hat noch gar nichts gefangen. Also er hat schon was gefangen, aber halt keinen Zielfisch, ne? Also der Köder scheint echt gut zu laufen hier, der Fire Tiger. Das ist halt der, der bei gepunkteten Barsch halt als empfohlen steht, ne? Ob jetzt was kommt hier. Ah, jetzt ist gleich vorbei. Ich hoffe, ich bleibe Platz 2. 25 Sekunden, den Fisch kriegen wir auch jetzt. Selbst wenn jetzt einer beißt, den kriegen wir so schnell nicht mehr raus. Aber war spannend, hat Spaß gemacht. Und ich habe jetzt endlich mal rausbekommen, wo die Fische sind, ne? Also einfach abfahren die Spots und gucken, wo halt Sonne auf dem Sonar das so aussieht. So, Gewinner werden bald bekannt gegeben, wegen des Livefelds der Kandidaten. Anne Waterfrank, Anzahl 3, B-Ship 5, Daddy 2. Na, sehr nice. Geht's jetzt? Ne, das war's jetzt, ne? Aber haben wir jetzt Punkte bekommen? Haben wir jetzt irgendwelche Punkte bekommen? Ich guck mal jetzt, wie viel Geld ich jetzt habe. Wie viel Geld haben wir jetzt? Jetzt müssen wir einfach nur auf den Köder gehen. Oh, 4200. Haben wir doch ordentlich was gefangen, ne? Also wie gesagt, Leute, ich zeige euch nochmal die Ausstattung. Hier meine Frank, die Ausstattung. Und dann hier der Fire Tiger. Ne? Auf jeden Fall ein sehr guter Köder, könnt ihr euch holen für die gepunkteten Barsche und Forellenbarsche. Ansonsten auch noch ein sehr guter Köder, halt der Standardköder hier, der Chrome Blue Black. Alles klar, das soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön, tschüss.